So, da sind wir wieder. Wir wollten ja jetzt mit dem neuen Aufgabentypus mal weitermachen. 4x minus 8 ist gleich, was nehmen wir denn? 32. Und noch eine andere, 5x plus 0,2 ist gleich 1,8. Dann legt mal los. Gut, wir gucken uns hier oben die Sache an. Wir müssen anfangen mit der Strichrechnung, ne? Klaps rückwärts. Also, plus 8. Gut. Dann steht auf der nächsten Zeile 4x plus 8 minus 8 hebt sich auf. 32 plus 8 ist 40. Jetzt habe ich diese Zwischenzeile hier. Hier, die hier. Warte mal. Die habe ich jetzt weggelassen, ne? Diese Zwischenzeile einfach mal weggelassen. Wenn man das dann irgendwann öfter macht, dann kann man sich das wirklich sparen. Leute, schreibt immer die Gleichheitszeichen untereinander. Ganz wichtig, sonst kommt man ganz schnell durcheinander. Gucken nochmal, minus 8 plus 8 hat sich aufgehoben. 32 muss sich geändert haben. Ne? 40, Kontrolle. Gut, weiter geht's. Durch 4. Und ich lasse jetzt auch die Zwischenzeile weg. Und ich mache es jetzt auch nicht mehr, was ich eben noch blau gemacht hatte. Ne? Durch 4. Das mache ich jetzt in schwarz. Wenn es Fragen gibt, dann natürlich immer unterbrechen. So, 4 durch 4 ist klar, ist 1. X bleibt stehen und 40 durch 4 ist 10. Das wäre die erste Lösung. Gibt es da einen Fragen? Natürlich, jetzt kam eben die Bemerkung, ich habe erst durch 4 gerechnet. Es kann hier gut gehen, weil hier zufälligerweise alle Zahlen durch 4 gehen. Wenn nicht, holt man sich einen Haufen Brüche ins Haus. Das wäre ein bisschen schade. Ich mache es mal mit der gefährlichen Variante, die mache ich mal rot. Durch 4. Dann steht hier 4 durch 4, x alleine, minus 8 durch 4 ist minus 2 und 32 durch 4 ist 8. Jetzt bin ich auch so weit gekommen, kann jetzt weitermachen. Plus 2x ist gleich 10. Geht auch, aber geht nicht immer gut. Hier ging es gut, weil zufälligerweise alles durch 4 teilbar ist. Sonst gibt es viele, viele Brüche und das ist ein bisschen gefährlich. Also diese Variante, nehmt Klaps rückwärts, dann geht es leichter. Diese Variante ist gefährlicher. Da, diese Fähigkeit, die muss man auch können. Gehen wir zur nächsten, zur rechten. 5x plus 0, naja, das geht ja noch. Minus 0,2 fängt es an. Ne? Klaps rückwärts, erst die Strichrechnung. Dann steht hier 5x ist gleich 1,6. Durch 5 teilen geht leicht. Kann man im Kopf. Mal 2 durch 10. Warum das geht, sage ich gleich. Hier bleibt ein x. 1,6 durch 5 ist. 1,6 mal 2 ist 3,2. Durch 10 ist 0,32. Man kann jede bekloppte Zahl durch 5 teilen. Ich zeige mal ganz schnell den Trick. Wir fangen mal mit einer typischen Sache an, die wir auch können. 25 durch 5, das wissen wir im Kopf. Aber mal sehen, ob das geht. 25 mal 2 ist 50, durch 10 ist 5. Das passt. Was steckt dahinter? Schreiben wir es mal in Bruchschreibweise. 25 durch 5 so geschrieben. Mal 2 durch 10. Mal 2 durch 10. Was steckt dahinter? Wenn ich etwas mit 2 erweitere, dann seht ihr automatisch, hier entsteht eine 50 hier oben und hier unten eine 10. Daher kommt dieser Trick. Machen wir das mit einer ganz bekloppten Kommazahl. 0,74 durch 5. Ich zeige es mal als Bruch. 0,74 durch 5 so geschrieben. Jetzt alles mit 2 erweitert, weil ich dann unten eine 10 habe zum Teilen. Und dann ist das nicht mehr so schwer. 0,7 mal 2 ist 1,4. 1,48. Ne? Hier oben steht dann 1,48 auf dem Bruchstrich. Und wenn ich das durch 10 teile, weil es nur eine 0 hat, rutscht das Komma 1 einen weiter nach links. Und dann habe ich 0,148. Jetzt irgendeine blöde andere Zahl. 0, oder nö. 10,7 durch 5. Jetzt mal nur im Kopf, mal 2 sind 20, 21,4 durch 10, 21,4 hätte ich jetzt beinahe gesagt, sage ich also 2,14 dazu und so weiter. Also das bloß nebenbei. So, Aufgabentypus dieser Art hier. Das, alles kein Problem. Kommen wir mal noch zu einem bisschen verrückteren. Und zwar scheinbar schwierig. Ihr kennt das alles vom Dreisatz. Ich hatte ja versprochen, auf den Dreisatz einzugehen. Dreisatz hieß doch zum Beispiel Preis und Stückzahl und sowas. Und ich sage meinetwegen 4,30 Euro kosten 2 Stück.
wie viel kosten dann 5 Stück? Und dann hieß es ja, wie komme ich jetzt hier hin? Ich muss erst durch zwei teilen, dann habe ich eins, dann muss ich das auch durch zwei teilen, dann habe ich hier bloß noch 2,15 € und dann, ach so, jetzt von der 1 zur 5 zu kommen, muss ich mal 5 nehmen, also muss ich diesen Preis auch mal 5 nehmen und ach herrje, mein Gott. Wir gucken uns mal diese Zahlen an, diese hier. Und, also Moment, die nicht. Halt, jetzt muss ich mal schnell rückwärts gehen. Wir gucken uns mal diese beiden Zahlen an und ich wollte ja noch wissen 5 und ich schreibe hier ein X hin. Wenn ich die Tabelle drehe, dann könnte ich doch, also ich drehe die mal nach rechts, dann steht doch X hier, jetzt kommt meine Zeile und dann steht hier unten 4,30 Euro drunter und in der nächsten Zeile stand dann, nee, 4,30 Euro, was habe ich gesagt? Ich drehe alles nach rechts, das ist ja nicht richtig. Wenn ich das alles nach rechts drehe, dann steht hier unten die 5. Hier oben steht die 4,30 €. Und hier unten drunter steht 2. Jetzt Achtung, ich mache es mal in schwarz. Wenn ich mal auf diese Tabelle und tabellenähnlichen Mist verzichte, schreibe ich hier einfach ein Ist gleich hin, mache hier Bruchstriche hin. Und dann heißt die Gleichung x durch 5 ist gleich 4,3 € durch 2. Wie kann ich die Gleichung lösen? Nee, mal 2. Mal 5. Pardon. Einfach durch 5 stört, mal 5 ist das Gegenteil. Wie üblich. Was passiert? Wir sagen gut, x durch 5 mal 5 hebt sich auf. 4,3 € mal 5 durch 2. Und das kann man ausrechnen. Jetzt kann ich sagen, entweder ich nehme erst alles mal 5 und teile dann durch 2, wenn mir das besser gefällt. Das wären also 20, 21,5 durch 2. Das sind dann höchstwahrscheinlich 21,5, dann 10,75, ne? Oder? Nicht richtig? Na, mal sehen. Okay, also wir haben 10,75 € rausgekriegt. Wir sind uns da einig. Man kann also auch im Kopf rechnen. Man muss nicht überall den Taschenrechner nehmen. Nochmal schnell. Das heißt, wenn ich solche Sachen so aufschreibe, habe ich einen umständlichen Rechenaufwand. Wenn ich die gleich so aufschreibe, geht es schneller, denn dann kann ich mit meinem Gleichungslöseverfahren da ganz schnell ran. Nehmen wir einen anderen Preis. 4 Kilogramm Zucker. 4 Kilogramm Zucker. Kosten meinetwegen 25 €. Nehmen wir es mal an, das ist ein Spezialzucker. Ich habe 75 €, das ist jetzt ein plattes Beispiel, weil es ganz leicht ist, 75 € und ich möchte wissen, wie viel kriege ich dafür? Oh, jetzt steht aber das X auf der rechten Seite. Moment, hier gibt es Fragen. Natürlich, das Ergebnis ist klar. Das sieht man, das sieht jeder Blinde. Aber wenn ich mir das statt einer Tabelle gleich so hinschreibe, man sagt dazu Verhältnisgleichung, dann habe ich einen riesen Vorteil. Denn da können hier auch komplizierteste Zahlen stehen. Ich sage einfach, was stört? X lasse ich auf der rechten Seite stehen, ist ja egal, wo das steht. Ich darf ja sagen, X ist gleich Ergebnis. Oder ich darf genauso sagen, Ergebnis ist gleich X. Ne? Also das bleibt ja dasselbe. Deswegen lasse ich jetzt das X mal auf der rechten Seite stehen. Ich nehme mal 75 € und überprüfe mal, ob das scheinbar so einfach auch funktioniert. Dann heißt die Gleichung neu: 4 Kilogramm Zucker mal 75 € geteilt durch 25 €. Und jetzt gucken wir mal, ob die ganze Sache auch mit Kürzen funktioniert. Euro durch Euro ist 1, hier auch. 75 und 25 kann ich durch 25 kürzen. Habe ich hier eine 3. Und hier bleibt ja rechts mal 75 durch 75 €. Bleibt mein x ja alleine stehen. Und jetzt kommt das Schöne dabei. Ich kann sagen, was bleibt denn hier übrig? Ich kreise mal ein, was hier übrig bleibt. Das bleibt übrig. Euros sind weg. Es bleibt Kilogramm Zucker und die 4 übrig. Das heißt, ich habe sogar eine freie Haus die Einheit mitgeliefert bekommen. 4 mal 3 ist 12. Kilogramm Zucker ist gleich x. So leicht kann man also mit dem Dreisatz umgehen. Man kann den Dreisatz als solches sich auch sparen. Machen wir jetzt noch ein paar Übungsaufgaben mal zu so einer Verhältnisgleichung. Bloß mal
Ein, zwei kleine Dinger. Oder gibt es bis dahin Fragen? Ja, gibt Frage. Jetzt wieder zum Üben für solche Verhältnisgleichungen. X durch 5 Kilogramm ist gleich 12 Euro durch 4 Kilogramm. Und jetzt lassen wir bei dem anderen Ding das Thema mal auf der rechten Seite so, das X. Und da steht 18 Meter durch Sekunde durch S ist gleich X durch 4 Sekunden. X soll alleine stehen. Na, jetzt bin ich gespannt. Hier ist es leicht. Mich stört durch 5 Kilo mal 5 Kilogramm. Hier links hebt sich's auf, x steht schon alleine. 12 Euro mal 5 Kilogramm durch 4 Kilogramm. Jetzt gucke ich und sage, die Kilogramm kürzen sich weg. Es bleibt Euro übrig. Ich will auch einen Preis höchstwahrscheinlich haben. Ach, und die 12 durch 4, die kann ich nochmal durch 4 kürzen. Habe ich hier eine 3. Dann bleibt hier x ist gleich. Und jetzt gucke ich mal, was ist übrig? 3 mal 5 mal Euro sind 15 Euro. Denn hier unten stehen lauter Einsen. Durch Eins, das kann ich mir schenken. Gucken wir uns den rechten Kram an. Hier stört durch 4 Sekunden. Naja, Regiestrich mal 4 Sekunden. Das wird mein Problem lösen. Ne? Dann heißt die ganze Sache hier 18m mal 4s durch s ist gleich x. Selbst wenn ich nicht weiß, was s bedeutet, kann ich das mit Buchstaben auch machen. Die s, die kürzen sich raus. Und jetzt muss ich bloß noch rechnen, 18 mal 4 mal Meter. Mit der Bürokratie mal nicht so doll umgehen, sonst kracht das immer. 4 mal 8 ist 32 und 4 mal 1 ist 4, 72 m ist gleich x. 72 Meter in diesem Fall. Gibt es Fragen bis dahin? Hier steht ja 4 mal s. 4s, 4 mal s steht ja mathematisch gesehen. So wie ich 3x. 3 mal x sagen kann. Und dann muss ich natürlich den ganzen Mist auf einen Schlag wegkriegen. Das geht am leichtesten, wenn ich sage mal 4 und mal s. Also mal 4s. Da habe ich es auf einen Schlag weg. Okay, kommen wir mal zu einer anderen Art von Aufgabe. Die kennt ihr. Beispiel, das war das Hebelgesetz. F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2. Und wir haben eine Kindergartenwippe. Und die Tante Erzieherin, die ist da. Hier ist der Drehpunkt. Und die Hier sitzt ein kleines Kind drauf, hält sich fest und Tante Erzieherin setzt sich auch drauf, aber die ist natürlich ein bisschen größer und setzt sich weiter in die Mitte rein. Warum? Weil ja sonst der Hebel nicht funktionieren würde. Gucken wir mal, das sei L1, das sei L2 hier dazwischen und die Kraft, die das Kind, die Gewichtskraft, die das Kind ausübt, sind meinetwegen, wenn es 30 Kilo wiegt, sagen wir mal, 300 Newton ungefähr und Tante Erzieherin ist meinetwegen 70 Kilogramm mit Masse bestückt, also wären das 700 Newton. Und jetzt ist die große Frage, wie groß ist L2? Wie weit muss Tante Erzieherin ranrücken? Gucken wir uns die Gleichung mal an. Wir setzen mal ein. F1 sind 300 Newton mal, und jetzt nehmen wir mal an, so eine Wippe ist typischerweise hier 2 Meter lang. Dann sagen wir mal 2 Meter und jetzt kommt 700 Newton. Und jetzt sagen wir nicht x, sondern L2 dazu. Ist ja egal, wir können auch x sagen oder k oder m oder sonst was. Wir können ja auch mit L2 rechnen. Was müssen wir machen? Ganz genau, macht's mal durch 700 Newton. Damit kann man die Gleichung schon lösen. Und schießt mal los und macht das mal ganz stur. Also einfach auf beiden Seiten durch 700 Newton teilen und dann mal sehen. Natürlich kann man sich es auf der rechten Seite jetzt schon fast schenken. Wir werden L2 auf der rechten Seite stehen haben. Das heißt also, wir sind schon fast fertig mit der Lösung. Also wenn man das dann so hingeschrieben hat, durch 700 Newton, ne? Bruchstrich 700 Newton hier drüben, ist es egal, da hat sich sowieso gekürzt. Jetzt kann ich ans Kürzen rangehen. Newton durch Newton ist 1, bleibt eine 1 stehen. Jetzt kann ich die Nullen wegstreichen, weil ich hier paarweise Nullen habe. Jetzt steht 3 mal 2 Meter durch 7. Das sind 6 Siebtel Meter. Und das sollte man natürlich umrechnen können. Also 6 Siebtel Meter ist L2. Aber das nützt keiner Kindergärtnerin, wenn ich sage, sie müssen sich 6 Siebtel Meter von dem Kind vom Drehpunkt entfernt setzen. Dann sagt sie, eine Zahl bitte. Und das kann man so ausrechnen als Nebenrechnung. 6 durch 7, naja, gucken wir mal. Geht nicht, ne? Das ist 0. Jetzt kommt ein Komma, jetzt borgen wir uns eine. Wir sind am Komma vorbeigekommen. 60 durch 7. Na, 9 wäre es knapp. 8 mal 7, 56. Abziehen. Bleiben 4 übrig.
40 durch 7 wäre fast 6. Es ist aber nur 5. 5 mal 7, 35. Jetzt bleiben 5 übrig. 50 durch 7 ist 7. Jetzt ist aber gut. 7 mal 7 ist 49. Durch 7 teilen, da kann man sich dumm teilen, wenn es nicht aufgeht, da teilen wir in 30 Jahren noch und werden nie fertig. So, hier bleibt Rest 1, aber auf Millimeter genau eine Kindergärtnerin auf einer Wippe zu postieren, ist ein bisschen spannend. Hier kommt dann also für die Praxis ausreichend 0,857 Meter. Auf Millimeter genau ist das sogar. Das ist übertrieben, ne? So, okay, ich halte mal kurz an. So, schließen wir diesen Teil des Videos ab. Spätere Folgen. Ich zeige jetzt nochmal ein paar andere Sachen, aber jetzt ist erstmal für diese Sache Schluss. Also, nochmal schnell zusammengefasst. Gleichungen sind mathematisch gesehen mit diesem ist gleich wie eine Art Waage. Und wenn man dann mit Buchstaben rechnet, hier kann man es erraten, irgendwann haben wir mit dem Regiestrichverfahren gesehen, es geht auch für ganz einfache Gleichungen. Es geht auch für schwierigere, die, wenn ich dann, Moment hier, die, wenn ich dann Klaps rückwärts wirklich konsequent anwende, ich auch nie Gefahr laufe, dass ich mich verhasple. Also, jetzt nach diesem Schritt hier, nach diesem, habe ich wieder eine ganz einfache Gleichung, wird es wieder leichter. Und so weiter und so fort. Wir können auch, weil wir ja mittlerweile echte Gleichungen lösen können, können wir auf den klassischen Dreisatz verzichten. Denn wir können alles sofort als Verhältnisgleichung schreiben. Das haben wir dann noch geübt. Und auch solche Antiproportionalitäten wie das Hebelgesetz hier, die kann man auch lösen, indem man sagt, na und, ist auch bloß eine Gleichung. L2 soll alleine stehen durch 700 Euro, Newton teilen. Das ist also auch kein Problem mehr. Selbst antiproportionale Probleme lassen sich dadurch lösen. Ich schließe das Video ab.